Ja, hallo, hier ist der Jan von dem Kanal Prävalenz. Ich war in Wien, saß in der U4 und fuhr nach Schönbrunn. Ich habe mich an dem Tag vor die Wahl gestellt, gehe ich in den Zoo oder gehe ich ins Schloss? Und da das Wetter nicht besonders toll war, habe ich mich dann fürs Schloss entschieden. Kommt auf jeden Fall nach Wien, die Stadt ist eine Reise wert. Am besten vielleicht nach Ostern, wenn die Bäume schon wieder etwas grün sind. Ich habe mich im Schloss dann für die kleine Tour entschieden. Die kostet schon um die 25 Euro. Wenn ihr hier seid, müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das wert ist. Einen kleinen Vorgeschmack, was ihr geboten bekommt, seht ihr gleich. Wie die Herrschaften damals gehaust haben, damit lasse ich euch weitgehend allein. Ihr seht ja selbst, was eine Küche ist, was ein Schlafzimmer ist, was ein Wohnzimmer ist. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis später. Thank you.
Wir haben wohl Angestellte gehaust. Jetzt geht's in den obligatorischen Souvenirshop. Tut mir leid, wenn ich ständig die Finger vor der Linse hab. Ich habe den Weg aus dem Luxus nach draußen wiedergefunden und jetzt geht's in den Park. Ein paar mehr Blumen wären schon schön, aber es ist einfach noch zu früh im Jahr. Das ist die Gloria oder Gallery. Da oben könnt ihr einen Kaffee trinken. Der ist sehr exklusiv. Beim Tiergarten gibt's dann auch noch ein Gewächshaus. Und einen japanischen Garten. Thank you.
Das war's mit Schönbrunn. Ich hatte am Bahnhof noch irgendwelche chinesischen Brötchen und bin zum Naschmarkt gefahren. Ihr habt ja selbst gesehen, worum es hier geht auf dem Naschmarkt. Nun war das Wetter mittlerweile so übel, es hat geregnet. Ich habe mir noch etwas beim Türken mitgenommen, super leckere Baklava und bin zum Apartment zurückgefahren. Der Tag war vorbei. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Als nächstes steht hier der Heimflug an. Mehr auch nicht, das war Wien. Thank you for watching. Do not forget to leave a like and/or a subscription for my next videos.